Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored. Wir haben in der letzten Folge unter anderem, ja, ein paar Leute lahmgelegt. Unter anderem Campbell, der ja unsere Hauptmission war. Der ist im selben Moment gestorben wie sein Attentat. Ja, also das hat sich letztendlich ziemlich revanchiert direkt. Und wir wollen jetzt hier eine Rune holen und daran gemessen, wie viele Ratten hier rumlaufen, bin ich mal der Meinung, dass hier wahrscheinlich keiner mehr rumläuft. Da ist es. Her damit, Knochenstück. Das rüsten wir auch direkt mal aus. Wink des Schicksals. Und Akrobat. Was bringt das? Du kannst etwas schneller klettern. Wir werden noch weitere Ladung Werkzeuge brauchen, um die Knochenartefakte zu zerstören. Obwohl wir letzten Monat über Dutzend zerstört haben, kommen aus ganz Gistrol immer mehr nach und die Dinger sind erstaunlich widerstandsfähig. Tja. Ey! Ratten! So die Scheiße. Ich bin doch euer Freund. Ist daraus geworden. Weißt du, ich spendiere denen noch Leichen und alles und jetzt greifen die mich einfach an. Die haben mich fett angebissen. Als wenn ich so ein Donut wäre oder so. Meine Güte. Das ist der Grund, warum man Ratten nicht trauen kann. Jetzt habt ihr ihn. Okay, ich glaube tatsächlich, man hätte da wahrscheinlich hinten auch rausgehen können, ne? Ist uns jetzt egal, wir gehen jetzt gleich einfach zu Samuel. Rune haben wir gefunden, beziehungsweise Knochenartefakt. Rune war es jetzt ja nicht. Von daher. Da laufen noch mehr Leute rum unten. Wir kommen da aber dran vorbei, ganz einfach. Was gibt's hier noch drin? Nein, ist nur ein kleiner Husten. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich prima. Prima? Sieh dich an. Du hast die Seuche. Und du wolltest sie vor uns verbergen, deinen Ordensbrüdern. War das dein Plan, die Krankheit unter uns zu verbreiten? Nein, mein Freund. Ich sage doch, mir geht es gut. So gut wie nie. Legt eure Waffen nieder. Denkt doch mal nach, bevor ihr... Tja. Der Grund, warum man sich solchen Arschlöchern nicht anschließt, ne? Naja, gut. Okay, da unten kommt schon mal... Wir müssen da ja unten hin. Das heißt, den werde ich schon mal ausschalten jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, Hund, komm her. Hundi! Hundi, ey, bitte nicht die Wahltanks umschießen, danke. Bitte nicht die Wahltanke umwerfen, das wäre wirklich nicht... Das wäre nicht gut. So, mich hat keiner bemerkt, ne? Gehe ich mal zumindest von aus. Ich denke, hier wollen wir uns nicht zu viel aufhalten. Da sind die anderen beiden gewesen. Aber hier sind sehr viele Schriftrollen, die wir mal alle mitnehmen können, kurz. Wie gesagt, wenn ihr euch das immer alles durchlesen wollt, pausiert einfach das Video. Also allein schon, wie viel es jetzt schon zu lesen gab in dem Spiel. Ich glaube, da wären wir jetzt wahrscheinlich erst, keine Ahnung... Ich glaube, da hätten wir erst so ein, zwei Part Fortschritt bisher. Und ich bin ja schon langsam am Spielen, bin ich der Meinung. Aber ich denke, wenn man das privat spielt, das ist alles ganz unterhaltsam. Kann man sich bestimmt gut durchlesen. Aber wie gesagt, für ein Let's Play ist es nicht wirklich das, was man haben möchte. Ich höre hier schon wieder ein bisschen pumpen. 12 Meter, das ist ja ziemlich nah. Ein paar Betäubungspfeile, das möchte ich doch sehen. So, ihr lasst mich mal in Ruhe, ne? Kleinen... Drecksviecher. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich weiß wie. Kann aber auch ein bisschen... Kann auch interessant werden jetzt. Aha. Okay, mal schauen. Was ist das jetzt? Da unten drin. Das heißt, es muss so eine Art Eingang geben in dieses Gebäude. Egal, ob das ein offenes Fenster ist oder nicht. Guck mal, da ist schon zum Beispiel mal wieder ein Glasdach. Das werden wir uns, glaube ich, auch direkt mal schnappen. Hey, diese Glasdächer sind an sich aber ziemlich stabil. Schau ich das an, ich kann einfach drauf rumlaufen. Hey, das ist ja hier drin. So, warte mal, ich kann vielleicht mit einer Ratte da reinklettern? Wer kann ich das jetzt aufschlagen? Ne, ich muss mit einer Ratte rein, glaube ich. Leute, meldet sich jemand freiwillig, ha?
Guck mal, so eine graue, die ist doch cool. Oh, das ist super cool. Oh, Mist. Ich glaube, ich muss die Gläser da kurz erstmal wegnehmen. Es war da noch ein bisschen Mana zwischen, ne? So. Her damit. Und dann klettern wir da mal ganz entspannt hoch. Nein, ich komme hier immer noch nicht durch. Sag mir nicht, ich muss alle Flaschen wegnehmen. Und jetzt habe ich nur eine nicht weggenommen. Was liegen da eigentlich noch? Achso, sind irgendwelche komischen Sachen. So, wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann weiß ich nicht, ob ich da überhaupt reinkomme. Ey, ich musste wirklich nur eine Dings wegnehmen. Holy shit. Was ist mit ihm hier passiert? 15. Tag, Monat des Holzes. Es ist mir gelungen, eines der Artefakte zu stehlen, die sie ins Lagerhaus A zerstört haben. Sie haben sie einfach zerstört, so wunderschön und mächtige Gegenstände. Und meine Brüder haben keine Ahnung. Sie werden mich hier aber niemals finden. Hier kommt nie jemand her. Ich könnte die Tür zumauern und sie würden mich niemals finden. Es gehört mir ganz allein. Tja, der Gute hat vergessen, dass man Essen und Trinken auch noch gebrauchen könnte. Jetzt haben wir nämlich noch ein Knochenartefakt, das ist ganz gut. Wir haben schon lange keine Rune mehr, ne? Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Hier wird ein bisschen über den Outsider berichtet. Den haben wir auch schon kennengelernt. In, ich glaube, Folge 4? Ne, 3. Übrigens, ich möchte mal kurz darauf hinweisen, damit ihr da Bescheid wisst und euch nicht wundert. Falls ihr irgendwie Tipps oder so in die Kommentare schreibe, die ich wirklich, ne, Tipps sind super. Aber ich kann wahrscheinlich eh nicht auf die antworten bisher oder beziehungsweise die verfolgen, weil ich bin derzeit am Vorproduzieren. Ich bin nämlich in diesem Monat noch in Dänemark und da bin ich jetzt schon fleißig am Vorproduzieren, damit ihr da auch weiterhin Content habt. Und deswegen bin ich hier gerade ein bisschen was am Vorproduzieren halt, ne? Und kann dementsprechend dann halt nicht, leider nicht auf Tipps reagieren während dem Let's Plays. Noch nicht zumindest. Ja, ich bin's. Ich bin Samuel. Aber ja. Ich hoffe, ihr versteht das. Ist mir auf jeden Fall immer wichtig, dass ich da eine kleine Menge an Videos vorproduziere, weil ich will euch da nicht sitzen lassen, nur weil ich im Urlaub bin. Aber es sind, ich glaube, es sind eh nur 5-6 Tage oder so. Aber wie gesagt, es ist mir wichtig, dass da trotzdem Videos kommen. Bisher gab es, glaube ich, noch keinen Tag ausgefallen auf dem Kanal, wo kein Video kam. Hey Corvo, ich bin Samuel. Ja, das habe ich gesehen. Erkenne ich an der riesen Zigarette, die sie da in der Hand haben, ne? Die riesige Lunte. Gönnen sie sich die Lungenbrötchen gerade? Sieht aber schön aus hier. Ich mag diesen Vibe mit dem Regen und so. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Ja, klar. Also ich glaube, wir haben hier einen Großteil geholt, klar. Hier gab es sicherlich, das war ein Riesenareal, hier gab es sicherlich noch eine Menge, das man holen konnte. Und, keine Ahnung, bestimmt noch 500 Knochenartefakte, 15 Runen, weiß ich nicht alles. Aber ich denke, ich bin mit meiner Ausbeute ganz zufrieden. Okay, los geht's. Ja, los geht's. Dann fahren wir mal wieder zurück zum Pub. Guck mal, da sehen wir's. Okay, Oberaufseher Campbell, Missionsdetails, Gegner eliminiert, 26, oh, das ist ein bisschen toll, ne? Zivilisten eliminiert, 0, Alarm ausgelöst, 0, Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 13. Das ist aber okay, ich meine, das ist genau die Hälfte, ne? allgemeiner Chaosfaktor insgesamt, hoch, ja, na gut, niemanden getötet, nicht ja, und Geist, ah, ey, den habe ich, Okay, wenn man nicht entdeckt wird, hat man die Geist-Dings. Okay, ich habe gedacht, man muss einen Geist sehen, aber ich habe da in der letzten Folge irgendwo jemanden. Da muss ich nochmal genau hinschauen. Es gab in der letzten Folge irgendwie sowas, was ich oben auf dem Dach aufgelöst habe, irgendeinen Typen. Also, wenn ihr da mal reinschaut, dann seht ihr den an irgendeiner Stelle. Da bin ich gerade neu in diesem Hinterhof angekommen. Naja. Griff den Lumpensammler gerettet und wir haben gefunden 4 von 7 Runen, Knochenartefakte 3 von 5, Outsider-Schreine 0, leider. Gemälde von Sokolov gefunden, 1 und Münzen gefunden, 1135 von 3794. Naja, da hätte man auch ein bisschen mehr Geld machen können, aber ist okay. 1000, damit kann man leben. Wir haben ja auch ein bisschen Loot gehabt. Wir können vielleicht sogar ein bisschen was verkaufen, mal sehen.
Vier Aufsehen um den Aufseher. Martin ist auf dem Weg zum Kaiserthron, während Campbells Schicksal auf die Aufseher ins Chaos gestürzt hat. Die Entschlüsselung von Campbells Tagebuch könnte so manches wichtiges Geheimnis aufdecken. Nicht zuletzt den Aufenthaltsort der regelmäßigen Thronerbin Emily Caldwin. Bin ich mal gespannt. Oh, endlich wieder zurück im Pub, ne? So ein Träumchen. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Ja, hoffentlich. Oh, warte, wir haben... Haben wir auf sie eigentlich geachtet? Ich weiß es nicht. Hoffentlich. Hä? Was ist denn hier los? Wer schießt denn hier? Okay. Ich weiß, dass sie eine Mission für uns hatte, aber ich habe mir auch den Namen des, ihres Bruders oder so nicht gemerkt. Also, die wird enttäuscht sein, leider. Mein Onkel ist tot, oder? Er kam nie von dem Treffen mit Oberaufseher Campbell zurück. Warum habe ich mir Hoffnungen gemacht? Callista, ich wusste nicht mal mehr, wer dein Onkel überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung. War das nicht... Darauf hätte ich... Naja, gut, okay. Ist ja auch egal. War das der Typ, der vergiftet wurde? War das der vielleicht? Könnte sein, ne? Ja, na gut. Ich habe ihn aber gerecht. Ich habe ihn gerecht! Das muss ausreichen. Ah, die machen gerade Schießübungen. Ich frage mich schon, warum die hier rumschießen. Okay. Hat er was zu sagen? Nö. Gut, wir gehen erstmal direkt zu den Kaisertreuen. Ich würde meinen, dass die Tochter einer Kaiserin mehr aushält, als sie glauben. Aha. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Besser ist es. Aber ich war nämlich... Ich war gerade schon am Überlegen, was ich denn überhaupt... Also... Keine Ahnung, was das denn überhaupt für einen Nutzen... Was die hier für einen Nutzen haben... Was macht der da mit seinen Händen? Whisky gibt es hier überall, aber guten Wein bekommt man nicht so leicht. Gut, dass ich keins von beiden wirklich gern trinke. Das ist doch ganz gut. Haben wir hierfür eigentlich einen Schlüssel inzwischen? Nö. Immer noch nicht. Achtung, Bürger von Dunwall. Werden Sie daran erinnert, dass wir Angriff auf einen... Ja, hatte nicht irgendwer noch gemeint, dass er uns hier antreffen möchte irgendwo? Oder habe ich da was Falsches in Erinnerung? Irgendwer meinte doch mal, dass er hier irgendwo im Hinterhof wartet oder so. Mal schauen, wir gucken mal, wer sich hier so aufhält. Was ist da am Dampfen? Achso, das ist so eine Abzugsleitung. Wie geht's Ihnen eigentlich? Kann ich Ihnen behilflich sein? Durchaus, wir gucken mal in den Shop rein. Okay, das sind die Sachen, die wir voll haben, ne? Oh, eine Rune für 500? Ja, her damit. Das kriegt man nicht so oft. Die werden wir aber sowas von. Okay, wir haben... Wie viele haben wir? Wir haben zwei. Okay, wir können jetzt theoretisch die Zeit verlangsamen. Tödlicher Schwarm können wir leider... Oh, das möchte ich eigentlich haben. Windstoß hört sich auch ganz cool an. Schattenangriff. Überrasche Gegner, die dich nicht sehen werden, beim Sterben zur Asche. Oh... Oh, was? Das klingt super cool. Das heißt, wenn wir die einfach von hinten erledigen, dann müssen wir nicht mal die Leichen wegschaffen. Beweglichkeit, Blutdurst,
Baut Adrenalin auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfangriffe gesundheitlich. Ah, Mann, ich würde gerne den tödlichen Schwarm auch haben, aber das klingt halt auch super gut, ne? Wir können aber auch Sachen upgraden, ne? Die Nachtsicht ist übrigens, ich finde die immer noch unnötig. Die habe ich nicht einmal wirklich genutzt bisher. Ich mach's mal noch nicht. Wir brauchen es ja noch nicht. Aber ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich ganz cool wäre, wenn die sich direkt in Asche verwandeln. Seeleute erzählen sich Schauergeschichten von Meeresungeheuern. Aber dieser Fluss verbirgt Merkwürdigkeiten, über die keiner spricht. Licht im Wasser, spät in der Nacht. Ich habe sogar Gesichter gesehen. Hoi. Okay, die Gesichter kann ich dir sogar erklären. Vielen Dank. Die Gesichter kann ich dir sogar erklären, weil wir Menschen neigen dazu, Gesichter in allem zu sehen, was halt, keine Ahnung, zwei Punkte und das ist der Grund, warum wir bei Smileys überhaupt erkennen, dass es Gesichter sind. Sir, bitte. Ich stand nie in den Diensten eines Edel. Das ist keine Entschuldigung. Sie müssen die korrekte Etikette lernen. Der Houndpits-Pub sah schon einige Edelleute. Wenn Sie hier wären, würden Sie bestimmt nicht erkannt werden wollen, Sir. Das ist egal. Lord Pendleton sollte den Respekt erfahren, den er verdient. Okay. Na gut. Was ich sagen wollte. Ja, Sir. Ne, deswegen können wir zum Beispiel auch bei, keine Ahnung, wenn man einfach nur zwei Punkte und einen Strich zeichnet, dann sehen wir darin halt direkt ein Gesicht. Und das führt halt zurück auf unsere Natur, denn das hat halt zur Notwehr gedient, beziehungsweise, ne, das hat halt direkt dafür gesorgt, dass wir halt davon ausgegangen sind, dass sich dort hinten eine Kreatur oder ein anderer Mensch oder weiß ich was drin befindet, in einem Busch oder wie auch immer. Und dadurch ist das in unserer Naturprägung noch drin und deswegen sieht man auch in allem irgendwie Gesichter. Wenn ich jetzt hier mich umschaue, sehe ich wahrscheinlich auch gleich eins. Hier zum Beispiel eine dicke Nase und hier ein Auge und dann ein längliches Auge oder keine Ahnung. Ne, schlechtes Beispiel, aber man kann schnell Gesichter erkennen. Deswegen kann ich das mit dem Wasser erklären, denn da kann ja auch einfach mal Steine liegen, die so aussehen. Okay, wir können uns jetzt schlafen legen. Kommen wahrscheinlich wieder in diese Traumwelt, ne? Na, dann machen wir das mal. Ich gehe jetzt schlafen. Genau so sieht's aus. Ja. Okay, du kannst jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. Bisher brauche ich das Gott sei Dank noch nicht. Das ist ganz gut. Aber wer weiß, vielleicht kommt's noch. Ich hoffe nicht. Informiere dich über die Weine. Okay. Und? Wie, wir sind in der normalen Welt, was? Nein! Ich wollte doch den Outsider treffen. Komm, hallo? Ich bin hier gerade stuck gewesen. Aber hey, dann genieße ich halt mein morgendliches Ritual, indem ich hier vorne am liebsten, ey, wenn ich so eine Plattform hier hätte, ne? Würde ich mich, glaube ich, immer hier vorne hinsetzen und dann immer morgens einen Tee trinken oder so. Und die Möwen lauschen. Was ich theoretisch, ich habe gerade beschrieben, was ich in echt machen könnte, aber es eh nie tue. Ich könnte mich theoretisch auch morgens auf den Balkon setzen, Tee trinken und den Möwen lauschen. Das ist alles bei mir erhältlich, aber komischerweise greife ich nicht darauf zurück. Wahrscheinlich, weil es man halt gewohnt ist, ne? Ich soll es mal machen. Aber hier ist halt so eine leichte Einkaufsstraße und da guckt halt jeder hoch dann und also immer mein Problem mit dem Balkon, gerade morgens und so, wenn die Leute alle losgehen, dann möchte man sich da eigentlich nicht raufsetzen, weil man ganz genau weiß, jeder guckt einen an. Jeder guckt da so hoch, oh, schau ich das an, da trinkt ja jemand Tee. Verbot Nummer 1 in dieser Stadt. Zeigt ihn an. Ich kenne das Golden Cat, nicht als Kunde, versteht sich. Ja, ja. Ich habe ein paar Geräte für Sie entwickelt. Und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur, vergessen Sie es. Danke für den Tee. Ich muss zurück. Wie kommt das eigentlich, dass wir gerade über Tee gesprochen haben und die jetzt auch darüber reden? Wie ist denn das passiert? Okay, reden wir mal wieder mit dem guten Havelock. Was geht? Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen.
Tja, nee, ich habe ja genug. Ich wollte schon nämlich gerade sagen, warum geht da eigentlich kein anderer runter? Zum Beispiel Dr. House hier. Aber ja, das ist cool. Da wollten wir eigentlich eh schon mal rein, ne? Von daher freue ich mich ja nicht eher darüber. Aber gut, dann sind die Weine anscheinend die, die sich halt im Zwischenstand der Seuche befinden. Also noch Mensch, noch nicht tot, aber halt dazwischen. Das ist unschön. Das klingt sehr, sehr unpraktisch. Und das möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber gut, wir werden sein Leid nun beenden. Beziehungsweise wir werden ihn betäuben und dann mitnehmen oder so. Hier auf jeden Fall schon mal jemanden. Ich werde übrigens mal speichern kurz. Komm hierher. Komm. Ich höre auf jeden Fall ein. Der könnte sich hier drin befinden. Oh, hier sind wir. Ah, interessant. Kleine Abkürzung, falls wir wieder raus wollen. Oh, nee, jetzt darf ich hier schwimmen gehen. Wie kommen wir da jetzt rüber, ohne dass ich schwimmen muss in dieser Gülle? War schon mal nicht so. Aber gut. Da drüben ist er. So, alles gut. Leute, ich habe euch nicht getötet. Die sehen auch nicht gut aus, die beiden. Weiner. Eine uralte Notiz. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich mich nur daran zu erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier Arbeit für sie zurückgelassen. Aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor sie zurückgekehrt sind. Leben Sie wohl. Achso, hier ist eine Rune drin. Hey, her damit, danke. Das heißt, wir können es uns tatsächlich leisten. Wir können uns einen tödlichen Schwarm holen. Boah, das machen wir ja sowas von. Ja. Tut mir natürlich ursleid für die beiden, ne? Muss echt schrecklich sein. Wie gesagt, gerade dieser Verwandlungsprozess. Und man könnte jetzt einfach meinen, hey, warum lässt man sich denn nicht einfach umbringen oder bringt sich dann einfach um? Aber man ist ja dann trotzdem immer noch zu sehr ans Leben gebunden in den meisten Fällen. Gerade wenn das beides hier vielleicht Liebende waren, weiß ich ja nicht. Und man hofft ja trotzdem immer so ein bisschen auf Heilung. Gerade wenn es eine Krankheit ist. Denkt sich dann so, ja, irgendwann ist das bestimmt wieder vorbei. Oder irgendwer findet schon ein Heilmittel. Wir halten schon so lange durch oder so. Naja, ihr seht's ja. Problem ist natürlich, die sind jetzt so betäubt, ne? Die werden ja dann trotzdem weiter rumschreien, wenn sie wieder wach sind. Aber gut, das ist dann nur noch deren Problem, ne? Nicht mehr meins. Nicht mehr meins. So, einmal hier raus. Hey, was machen Sie denn hier? Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Oh, vielen Dank. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Vielen Dank, Cecilia. Aber wissen Sie, ich spiele auch nur eine Rolle. In echt hätte ich mir das nicht getraut. Ich tue nur so. Okay, da ist er ja. Hey, gut angekommen? Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können. Bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton ja. Ist ein Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Dann werden wir wohl auch irgendwann mal bei den Golden Cats sein, ne? Uiuiui.
Also gehen wir irgendwann demnächst in ein Bordell. Das ist ja auch ein Abenteuer, Mensch. Das ist ja auch ein Abenteuer. Da unten wartet schon der gute Samuel. Leute, ihr belabert mich gerade von beiden Seiten. Könnt ihr mal aufhören? Ich kann mich ja nicht konzentrieren. Naja, ich will mich hier auf die Couch setzen. Ja, und da würde ich auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir zusammen mit Samuel anscheinend in ein Bordell fahren. Ne? Nicht für die Gründe, die man denkt, sondern wir wollen natürlich Emily da finden und mal schauen, wie das ganze Areal da aussieht. Ich bin sehr gespannt. Mal sehen, ob wir sie da finden werden. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas da eh noch dazwischen kommen wird, weil das wäre jetzt einfach zu leicht, wenn sie da jetzt schon wieder wäre oder so. Aber ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen schleicherischen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bis da. Bye, Dishonored. Bis dann. Bye, bye.